Moin, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch. Vierfach Map ohne Version. Ohne Gräben in der Version 1.8. Ja, wir haben abgegradet. Heute erste Folge mit der 1.8. Die ist ja nun gerade rausgekommen. Und ja, was sind wir am Machen? Wir sind dabei noch am so ein bisschen auszusäen hier, die letzten Bahnen. Und dann sind wir fertig. Wir können dann auch mal unsere Fahrzeuge alle zurück zum Hof bringen. Hier. Den hier zum Beispiel. Ich fahre den schon mal direkt hier hinter. Weil, ne, dann fahren wir natürlich mit Follow Me zurück. Und ich will aber erstmal gucken, ob wir dann überhaupt auch wirklich alles angesät haben. Im Wachstum. Noch irgendwas, was von uns ist und was noch nicht angesät ist. Nö. So sehen wir es auch vielleicht viel besser. Nö. Alles gut. Das heißt, wir können dann auch tatsächlich zurück. Was liegt dann an? Wir müssen uns um die Produktionen kümmern. Wir können eventuell noch Felder kaufen. Vielfältig. Vielfältige Möglichkeit. Aber erstmal möchte ich hier Ordnung machen und möchte meine Fahrzeuge zurück zum Hof bringen. Ja, und dann können wir nämlich auch bald das Fruchtwachstum wieder einschalten. Dann sehen wir auch, was die anderen, die Nachbarbauern, was die so anpflanzen. Mich auch direkt rüber tappen können. Ja. Seht ihr. Sonntagmorgen. Und es ist tatsächlich so, ich habe so viel zu tun. Ich bin nicht dazu gekommen, diese Folge weit im Vorfeld zu produzieren. Das heißt, es wird wirklich so sein, diese Folge wird abgedreht, wird geschnitten, hochgeladen und dann mehr oder weniger sofort veröffentlicht. Also es ist jetzt Sonntagmorgen, wo ich produziere. Und um 10 Uhr ist diese hier ja veröffentlicht worden. Und ja, muss auch mal knapp sein. Dafür gibt es heute eine Riesensession heute Morgen, die dann, wo dann gleich alle Folgen der nächsten Woche aufgezeichnet werden. Nützt ja nichts. Es muss ja fertig werden. Na, es ruckelt ein bisschen. Liegt wahrscheinlich daran, dass der Shader Cache leer war, weil ich noch den Shader-Cache vom Multiplayer voll hatte. So, der Xerion ist auch fertig. Der kann dann auch zurück zum Hof. Wunderbar. Wunderbar. Dann können wir so ein bisschen Hofarbeiten in dieser Folge erledigen und uns danach dann so ein bisschen um die Produktion kümmern. Es ruckelt, wie ihr seht. Könnte am Shader Cache liegen. Ich hatte jetzt allerdings auch keine Zeit, den jetzt noch erst großartig mir vorher zu hier überall einmal mich durchzusteppen, weil Dünger ist aufgefüllt. Füllen wir noch einmal Saatgut auf. Dass wir das dann hier auch wirklich zur Genüge haben, wenn wir dann nächstes Mal losfahren. Ach, wobei, der hier muss ja gar nicht hierher. Hier muss ja eigentlich zum Rinderhof. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. So, wo ist denn... Wir haben ja hier eine Überführung vom Hof zum Rinderhof. Hof, Rinder.
geht doch. So. Ich will den hier jetzt noch gar nicht auffüllen. Das kann ich machen, wenn ich... wenn wir dann die nächste Aussaat-Session haben. Das dauert ja noch ein bisschen. Wir stellen erstmal hier. Hier steht ja unsere ganze Saattechnik. Also nicht die ganze, ne? Teil haben wir ja nun auch am Rinderhof, da wo ich gerade jetzt die andere Sämaschine habe hinschicken lassen, aber alles, was wir hier am Haupthof an Saattechnik haben, stelle ich hier ab. Nee, ich will nicht nur den Absetzrahmen, ich wollte den ganzen Anhänger da absetzen. Da seht ihr. So, der hier kann auch rüber zum Rinderhof, weil der hat hier auch nichts zu suchen. Rinder. Das funktioniert. Wunderbar. Mann, das kann sogar sein, dass diese Folge etwas nach 10 veröffentlicht wird, weil ich gar nicht weiß, ob ich die schnell genug geschnitten kriege. Und hochgeladen. Das dauert ja auch mal alles noch so ein bisschen. Und seid mir nicht böse, wenn das nicht pünktlich ist. Dann ist das so. Ich entschuldige mich schon mal für die Verspätung. Liegt einfach daran, dass die... Wie gesagt, ich hätte also auch eigentlich fast einen Livestream machen können. So, der Case hat die Aufgabe erledigt. Einfach reinlassen. Und runter vom Feld. Ja, ich weiß, ich fahre jetzt hier eigentlich erstmal in die falsche Richtung. Mache ich jetzt aber, weil da hinten mein Überladewagen steht. Und dann kann ich den hier nämlich gleich mit Follow Me, kann ich den Überladewagen gleich direkt dahinter hängen. Und kann dann da vernünftig fahren. Sorry, ich musste mich mal eben muten. Musste tierisch niesen. Hätte ich das nicht gemacht, dann hättet ihr jetzt alle keine Trommelfälle mehr. Und das wollte ich euch nicht zumuten. So. Auch ab zum Hof. Oh, Entschuldigung. So, ja, mein Headtracking funktioniert im Moment nicht. Ich weiß auch noch nicht warum. So, wir gucken mal. Und dann können wir uns nachher auch Felder kaufen. Ah, wisst ihr was? Das kann man eigentlich ja jetzt schon mal machen. Also nicht Felder kaufen, sondern das Pflanzenwachstum wieder einstellen. Ja gut, das ist der Optum, der den Wartepunkt erreicht. Deshalb steht natürlich der Puma, steckt natürlich im Verkehr fest, weil der auf den gleichen Wartepunkt will und da nicht hin kann. Aber... da machen wir uns jetzt mal keinen Kopf drum. Also diese Ausgabe wird auch so ziemlich genau 15 Minuten mehr werden, damit ich dann irgendwie auch nur annähernd die Chance habe, vielleicht
ich das ungefähr um 10 Uhr zu veröffentlichen, was ich nicht glaube. Ich habe etwas zu lange geschlafen. Ich habe mir einen Wecker gestellt, aber nicht gehört. Asche auf mein Haupt. Aber ich bin gestern erst sehr spät wiedergekommen. Ich war die ganze Zeit am Arbeiten. Und auch nicht vor Ort. War noch unterwegs. War die ganze Zeit im Hotel. Tja. Und so ist das dann. So, Nachfolger gestoppt von Spieler. Na. Ich zu weit daneben oder was? Ja. Na, los. Einmal voll machen, so geht's. Mal aufgefüllt und ab in Schuppen. Na, das geht doch. Einfach mal hier rüber und eben den Anhänger wegbringen. Ja. Alles schön verräumen. Schön sauber machen hier. Und einmal dagegen die Wand fahren. Unfassbar hier. Unfassbare Szenen spielen sich hier ab. Leute, wir kommen auch schon Richtung Ende dieser Folge. Hinterlasst mir ein Like, einen Kommentar, abonniert mich. Kommt mich bei Facebook besuchen oder bei meiner, nicht bei, sondern auf meiner Homepage. Würde mich freuen. Und ja. Heute Nachmittag gibt es eine weitere Folge. Dann achte ich nicht ganz so extrem auf die Zeit. Weil dann haben wir ein bisschen, eben ein bisschen besser da. Zeitmäßig. Und ja. Ich sag da mal, in diesem Sinne, ja, sag ich ciao.